Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Immer wieder sagen mir Leute, dass sie gerade durch Phasen des Leidens in ihrem Leben Gott näher kennengelernt haben, sich von seiner Nähe getragen gefühlt haben. Und Jesus selbst ist es so gegangen, wie es im Hebräerbrief heißt: Obwohl er der Sohn war, hat er durch das, was er gelitten hat, den Gehorsam gelernt. Den Gehorsam lernen heißt, Gottes Nähe in seinem Leben zu erkennen, dass er führt, auch über Wege, die wir nicht erklären können, die uns schwer fallen, die uns vielleicht auch manchmal Angst machen. Jesus selbst ist diesen Weg gegangen und er ist uns ein gutes Beispiel, den Mut immer wieder anzugehen, selbst die Wege zu gehen, die uns vorgegeben sind. So schwer Wege auch sein mögen, Jesus ist sie gegangen. Er geht sie auch mit uns mit. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Jesus, der Weg deines Lebens war geprägt von großen Unebenheiten, von Schwierigkeiten, letztlich von Mord und Tod. Hilf uns, dass wir unsere Wege gehen können, so schwierig sie auch manchmal erscheinen mögen, mit der Gewissheit, dass wir, wenn wir auf dich hören, den richtigen Weg gehen können, dass du bei uns bist und uns hilfst, ihn zu gehen. Führe uns jetzt auch den Weg durch diese Nacht und hilf uns morgen mit kleinen Schritten, aber mit Gewissheit, dass du an unserer Seite bist, in unseren Tag hineinzugehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.